Michaelishaus Göttingen, Prinzenstraße 21, Geschichte. Michaelishaus Göttingen. Das Michaelishaus, ursprünglich London-Schenke, ist ein Fachwerkhaus in der Innenstadt von Göttingen in der Prinzenstraße 21, ursprünglich Mühlenpfortenstraße, gegenüber der alten Universitätsbibliothek. Die Geschichte des Gebäudes ist eng mit der Universität Göttingen verbunden, da in dem Gebäude viele bedeutende Gelehrte wohnten und arbeiteten. Geschichte: Wohn- und Logierhaus. Die Stadt Göttingen war im Spätmittelalter zeitweilig Mitglied der Hanse und Residenz des Fürstentums Göttingen. In den späteren Jahrhunderten nahm ihre Bedeutung stark ab. Besonders von den Belastungen des Dreißigjährigen Krieges konnte sich die Stadt kaum erholen. Bei der Gründung der Universität 1737 machte Göttingen als Stadt einen armseligen und verwahrlosten Eindruck. In den Jahren der Universitätsgründung waren umfangreiche Baumaßnahmen notwendig, um die Infrastruktur auf einen akzeptablen Stand zu bringen. Der Bau der London-Schenke war ein Teil dieser notwendigen Infrastrukturmaßnahmen. Göttingen benötigte als Universitätsstadt ein komfortables Wohn- und Logierhaus, um für die Söhne der vornehmsten Familien attraktiv zu sein. Das Gartengrundstück, genau gegenüber dem Bauplatz des ersten Kollegien- und Universitätsgebäudes, schien gut geeignet. Das Grundstück gehörte dem Leiter der Göttinger Lateinschule Christoph August Heumann, der es im November 1734 nach 10 Verhandlungen für 206 Taler an den Baumeister Josef Schädeler verkaufte. Schädeler hatte sich bereit erklärt, hier nach dem Willen des Landesherrn Georg II., Kurfürst von Hannover und König von Großbritannien, ein Wohn- und Logierhaus für Standespersonen im Wert von 7000 Talern zu errichten. Um die Profitabilität seiner Investition sicherzustellen, erhielt er auf sein Verlangen das Privileg, im Gebäude Wein ausschenken und einen Billardtisch aufstellen zu dürfen. Rechtzeitig zur Eröffnung der Universität wurde das Gebäude fertiggestellt und erhielt den Namen London-Schenke nach einem angesehenen Gasthaus in Hannover. Am 15. Juli 1737 übernahm Johann Caspar Hampe die Bewirtschaftung. Bereits im September 1737 diente das Haus im Zuge der offiziellen Inaugurationsfeier der Universität als Hotel. Im Keller präsentierte der italienische Händler Josef Respetino mediterrane Feinkost und Galanteriewaren. Hampe fungierte nur 3 Jahre als Wirt. An seine Stelle trat Josef Hümer, der 2 Jahre blieb. Auch danach wechselten die Wirte in schneller Folge. 1746 verpachtete Schädeler das Haus an Anton Christoph Kleve, der mit seinem Wirt Christian Wilhelm Salzenburg 9 Schwung in den Betrieb brachte. Die mittlere und obere Etage wurden für Übernachtungsgäste eingerichtet, im unteren Stockwerk wurden Studenten bewirtet, wobei 3 unterschiedliche Qualitäten des Mittagstisches angeboten wurden: delikat, mittelmäßig und schlicht. Im Keller war Platz für die Diener der Studenten. Die Schenke florierte, teilweise wohl mehr als gewünscht. Es wurde auch von studentischen Exzessen berichtet. Das Übernachtungsgeschäft lief insgesamt schlecht, denn der Postweg von Hannover nach Kassel lief damals weiträumig an Göttingen vorbei. Ab etwa 1750 wurde das Haus in den Universitätsbetrieb einbezogen. Der Theologe und Kirchenhistoriker Johann Lorenz von Mosheim, seit 1747 Kanzler der Universität, hielt im großen Saal der London-Schenke seine Vorlesungen. Der Betrieb wurde durch den Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1762 unterbrochen. Göttingen von französischen Truppen besetzt. Die London-Schenke diente als Lazarett und befand sich nach Abzug der Franzosen in einem unbewohnbaren Zustand. Wohnhaus der Familie Michaelis. Der angesehene Professor. 1764 erwarb der Orientalistikprofessor Johann David Michaelis das Gebäude von den Erben Schädlers für 4.300 Taler und richtete es als Wohnhaus für seine Familie und Studenten, in dem auch Vorlesungen stattfinden konnten, ein. Der geräumige Keller wurde als Weinlager an den Wirt des Gasthauses zur Krone an der Wehender Straße vermietet. Michaelis war 1745 als Privatdozent nach Göttingen gekommen, wurde 1746 außerordentlicher und 1750 ordentlicher Professor.
Er gehörte der philosophischen Fakultät an und war in ganz Deutschland und vielen Ländern Europas sehr angesehen. Die Akademien in Paris und London ernannten ihn zu ihrem Mitglied. Der Kaiser verlieh ihm den Titel Hofrat. Sein berühmtester Verehrer war Johann Wolfgang von Goethe, der in seinen Lebenserinnerungen zur Wahl seines Studienortes und seiner vergeblichen Sehnsucht nach Göttingen schrieb: Bei diesen Gesinnungen hatte ich immer Göttingen im Auge. Auf Männer wie Heine, Michaelis und so manchem anderen ruhte mein ganzes Vertrauen. Mein sehnlichster Wunsch war, zu ihren Füßen zu sitzen und auf ihre Lehren zu merken. Aber mein Vater blieb unbeweglich. Goethe, Dichtung und Wahrheit, zweiter Teil, sechstes Buch. Goethe musste auf Wunsch seines Vaters in Leipzig studieren und kam nicht in den Genuss der Vorlesungen Michaelis, die dieser, wie damals allgemein üblich, meist in seinem Haus abhielt, in Reithosen gestiefelt und gespornt, den Degen an der Seite und die Bibel unter dem Arm. Einer seiner Schüler schrieb über ihn: Im natürlichsten Konversationston, in fließender und hinreißender Sprache, durch eine außerordentliche Zungenfertigkeit, ein lebhaftes Mienen- und Gebärdenspiel, durch eine unerschöpfliche Mannigfaltigkeit in Wendungen, Bildern und Vorstellungsarten, freilich auch durch allerlei Abschweifungen, Anspielungen, Witzeleien und derbe Späße, wusste er sein immer zahlreiches Auditorium anzuregen, zu fesseln und zu unterhalten. Michaelis galt als Professor, der penibel seine Hörergelder eintrieb, denn damals mussten die Studenten den Professor für jede Vorlesung einzeln bezahlen. Gelegentlich gewährte Nachlässe für ärmere Studenten lehnte Michaelis ab. Er war so prominent und seine Veranstaltungen so begehrt, dass er nur vollzahlende Hörer zuließ. Am 25. August 1787 fand im Michaelischen Arbeitszimmer eine bemerkenswerte Prüfung statt. Dorothea Schlötzer, die 17-jährige Tochter des Göttinger Professors August Ludwig Schlötzer, wurde von einem kleinen Kollegium angesehener Göttinger Professoren zu den Themen Münzkunde, Mineralogie, Mathematik und Kunstgeschichte examiniert und erhielt die Doktorwürde der philosophischen Fakultät zugesprochen. Dies war in Deutschland die zweite Promotion einer Frau überhaupt, nach der Ärztin Dorothea Erxleben, und die erste Promotion einer Frau zum Dr. Phil. Studentisches Leben im Seitenflügel. Den Seitenflügel am Leinekanal, der einen eigenen Eingang hatte, vermietete Michaelis an Studenten. Er setzte zwei Studenten als Generalentrepreneure ein, die die Räume auf eigene Rechnung weiterbetrieben. So konnte sich in dem Flügel ein relativ unbeaufsichtigtes Studentenleben herausbilden und einer der bei Universitätsbehörden unbeliebten Studentenorden gründen. Bei diesen Orden galt der Duellzwang, was von Zeit zu Zeit für unliebsame Vorfälle sorgte. In einer der Wohnungen fand am 22. April 1766 das einzige Göttinger Duell des 18. Jahrhunderts mit tödlichem Ausgang statt. Der Jurastudent Johann Heinrich Techentin, Sohn eines Lübecker Zuckerbäckers, erlag einem Stich ins Herz. Er wurde außerhalb der Friedhofsmauern des Bartholomäusfriedhofes verscharrt. Der Täter konnte fliehen und wurde vom Universitätsgericht aufgrund der im Kurfürstentum Hannover geltenden Bestimmungen zunächst in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Dieser Vorfall war für das studentische Fechten in ganz Mitteleuropa von großer Bedeutung, denn aufgrund dieses Vorfalls gingen die Göttinger Studenten vom Stoßfechten auf das weniger gefährliche Hiebfechten über. Der Göttinger Hieber entstand als Vorläufer des Korbschlägers, der noch heute bei den schlagenden Studentenverbindungen in den meisten Universitätsstädten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz im Einsatz ist. Auch die studentischen Landsmannschaften benutzten in diesen Jahrzehnten die Stuben ihrer Mitglieder im Hause des Professors Michaelis für Versammlungszwecke. So liegen im Göttinger Stadtarchiv Protokolle von Versammlungen der hannoverschen Landsmannschaft aus den Jahren 1778 vor, die in des Herrn Hofrats Michaelis Hause, aber auch auf dem Hardenberger Hofe aufgenommen wurden. Prominenter Besuch. Die Familie Michaelis bot nicht nur Studenten Unterkunft, sondern führte auch ein reges Gesellschaftsleben, zu dem zahlreiche Besuche berühmter Persönlichkeiten gehörten. Im Sommer 1766 kamen der königlich-britische Leibarzt John Pringle und der amerikanische Buchdrucker und Verleger, Politiker und Diplomat, Schriftsteller und Naturwissenschaftler Benjamin Franklin nach Göttingen,
wo beide immer wieder im Hause der Familie Michaelis zu Gast waren und sich dort mit den Göttinger Wissenschaftlern über Physik und Politik austauschten. Am 19. Juli 1766 nahmen beide an einer Sitzung der Göttinger Sozietät der Wissenschaften, heute Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, im Hause von Michaelis teil. Franklin war als Physiker und Erforscher der Elektrizität bekannt geworden, später arbeitete er an der amerikanischen Verfassung von 1787 mit und gilt bis heute als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Am 2. August 1766 machte der Dichter Gotthold Ephraim Lessing in Göttingen Station und war zu Gast bei Michaelis. 1783 stieg Goethe im Gasthaus Krone ab und besuchte einige Göttinger Professoren, unter anderem Michaelis, in seinem Haus. Für Göttingen war es ein großes Ereignis, als sich am 10. Juli 1786 drei Prinzen, die Söhne des britischen Königs und hannoverschen Kurfürsten Georg III., an der Universität einschrieben. Es handelte sich um Ernst August, Herzog von Cumberland und ab 1837 König von Hannover, zum Zeitpunkt der Immatrikulation 15 Jahre alt. August Friedrich, Herzog von Sussex, damals 13 Jahre alt, und Adolf Friedrich, Herzog von Cambridge, damals 12 Jahre alt. Sie bezogen später das sogenannte Prinzenhaus, schräg gegenüber dem Haus der Familie Michaelis. Die Michaelis-Tochter Luise schrieb in ihren Lebenserinnerungen: Mit den Prinzen kam man, das heißt das Michaelische Haus, nun im Winter 86-87 in nähere Berührung und gesellschaftlichen Verkehr. Sie wohnten schräg gegen uns über, so dass man sich aus unseren Zimmer und ihren Gaststuben sehen konnte. Die Prinzen kamen regelmäßig zum Tee oder zu Gesellschaftsspielen in das Haus des Professors Michaelis. Später wurde die Straße, in der sie gewohnt hatten und an der das Michaelische Haus liegt, von der Mühlenfortenstraße in Prinzenstraße umbenannt. Nach Michaelis Tod. Michaelis starb im August 1791 in Göttingen. Seine Grabstelle ist heute nicht mehr bekannt. Ein Jahr später verkauften seine Erben das große Haus an den Medizinprofessor und Chirurgen Justus Arnemann. Vom Tod seiner Frau, die 1800 nach der Geburt des gemeinsamen Kindes gestorben war, konnte dieser sich nie erholen. Er ging 1803 in Konkurs, verließ Göttingen und nahm sich 1806 in Hamburg das Leben. In den Jahren 1795-96 wohnte der englische Medizinstudent Thomas Young bei Arnemann, der in Göttingen promovierte, später als Augenarzt in England im Bereich der Optik forschte und als der Begründer der Wellentheorie des Lichtes gilt. Er leistete außerdem wichtige Vorarbeiten zur Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen. 1809 erwarb der Weißbinder Johann Georg Bergmann das Haus aus der Konkursmasse von Arnemann. In der Zeit des Königreichs Westfalen diente das Gebäude bis 1813 als Sitz der Präfektur des Leinedepartements. König Jerome benutzte das Gebäude bei seinen Aufenthalten in Göttingen gelegentlich für Besprechungen mit Beamten und Professoren. Nach dem Tod Bergmanns 1816 verkaufte seine Witwe das Anwesen 1820 an den Hof- und Kanzleirat Friedrich Gottlieb Christian von Werlhof. Nach dessen Tod 1842 erwarb die Regierung in Hannover das Gebäude, um dort Universitätsinstitute einzurichten. Universitätsgebäude. Die ersten Institute, die 1842 in das Gebäude einzogen, beschäftigten sich mit den Naturwissenschaften. Im Seitenflügel am Leinekanal, wo unter Michaelis Studentenwohnungen eingerichtet waren, wurde das Physiologisch-Zootomische Institut untergebracht. Die Leitung übernahm zuerst Rudolf Wagner, später Georg Meissner. Beide entdeckten 1852 hier gemeinsam die Meissner-Körperchen. Das Institut wurde 1886 an den Wilhelmsplatz verlegt. Den Hauptteil des Hauses mit Blick zur Prinzenstraße nahm ab 1842 das Physikalische Kabinett, später Institut, unter Leitung von Johann Benedikt Listing ein. Im Lauf des 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. Jahrhunderts folgten weitere physikalische und mathematische Institute. In diesen Instituten arbeiteten in dieser Zeit viele berühmte Persönlichkeiten, so auch Wilhelm Weber, Wilhelm Moritz Käferstein, Ludwig Prandtl, Felix Klein, Woldemar Voigt und Walter Hermann Nernst.
Von 1928 bis 1938 beherbergte das Gebäude auch die ethnographische Sammlung der Universität. Im März 1932 erregte der Diebstahl eines Federhelms und eines Federcapes Aufsehen, die James Cook von einer Südseereise nach Europa gebracht hatte. Ab 1940 zogen geisteswissenschaftlich orientalistische Seminare in das Gebäude, so die Seminare für Ägyptologie und Koptologie, Arabistik, Keilschriftforschung, Iranistik, vorderasische Archäologie sowie das Institut für römisches und gemeines Recht. 1935 wurde der Name Michaelishaus vorgeschlagen und 1946 festgelegt. Zu den bedeutenden Wissenschaftlern, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in dem Gebäude tätig waren, zählen der Jurist Franz Wiacker und die Orientalisten Eberhard Otto, Wolfgang Helk, Wolfhard Westendorf, Tilman Nagel, Rügle Borger, Friederike Junge, Frank Kammerzell, Antonio Loprino, Heike Sternberg, El-Hotabi. Nachdem die Universität Göttingen am 1. Januar 2003 in eine Stiftungsuniversität umgewandelt worden war, wurde das stark sanierungsbedürftige Michaelishaus im Jahre 2006 an den Architekten Jürgen Schenk verkauft, der es renovierte und vermietete. Die Räume werden heute, Stand 2007, unter anderem von der Sparkasse Göttingen für das Privatkundengeschäft genutzt. Die geisteswissenschaftlichen Seminare zogen in andere Universitätsbauten. Gedenktafeln. In Göttingen ist es seit 1874 üblich, an den Häusern, in denen berühmte Persönlichkeiten gewohnt oder gearbeitet haben, zum Gedenken Marmortafeln anzubringen. An der Straßenfront des Michaelishauses befinden sich 6 dieser Göttinger Gedenktafeln mit den Namen von Michaelis und seiner Tochter Caroline Schelling sowie von Thomas Young, Benjamin Franklin, Johann Lorenz von Mosheim und seit 2008 auch dem Rechtshistoriker Franz Wiacker. Über dem hofseitigen Eingang zum Seitenflügel des Gebäudes ist eine anders gestaltete Gedenktafel für Johann Benedikt Listing angebracht.